Ruckzuck. Simply powerful web design. Hallo und herzlich willkommen zum Ruckzuck-Webinar. Ich bin Sebastian und ich möchte euch in der kommenden Stunde zeigen, wie man mit Ruckzuck eine komplette Website erstellt und publiziert. Neben mir sitzt Jakob am Chat und er beantwortet auch gerne gleich eure Fragen zum Ruckzuck. Im Anschluss an die Präsentation haben wir auch noch ein bisschen Zeit, um auf eure Fragen näher einzugehen und euch direkt ein paar Dinge zu zeigen, die euch interessieren. So, jetzt kommen wir mal zum ersten Teil. Ich möchte euch gerne zeigen, wie man eine kleine Website mit Ruckzuck erstellt. Ich habe dazu hier eine kleine Vorlage vorbereitet. Das Café am See, das seht ihr jetzt schon auch auf eurem Screen. Ist eine ganz einfache Website, hat oben ein Logo, darunter eine Navigation mit insgesamt 4 Seiten und eben Bild und Text. Ich klicke einfach mal schnell durch, damit ihr seht, was wir jetzt so bauen. Gehen wir auf den Menüpunkt Menü. Hier sieht man jetzt, der Inhaltsbereich ist ein bisschen anders. Da gibt es einen Text, ein Bild, nochmal ein Bild und ein Text. So eine Abfolge. Dann haben wir noch eine Seite Galerie. Da gibt es so einzelne Bilder. Wenn ich draufklicke auf ein Bild, sehe ich die Großansicht, kann mich dort so durchklicken und durchnavigieren. Und da gibt es noch eine Seite Kontakt mit einem kleinen Text auf der linken Seite und einer Google Map mit der Adresse. Ihr seht also, das ist eine kleine Website mit jeweils unterschiedlichen Inhalten auf der Seite. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie man das in Ruckzuck erstellt. Dazu wechsle ich jetzt mal auf meinen Ruckzuck-Account. Ich habe mich bereits eingeloggt und sehe jetzt hier eine Übersicht über alle meine Projekte. Das kennt ihr ja sicher schon. Und ich gehe mal hier schnell in diese fast leere Website und sehe jetzt hier, es sind noch keine Seiten angelegt, es ist noch kein Layout angelegt. Ich habe lediglich das Farbschema schon erstellt und ein paar Dateien in die Mediendatenbank hochgeladen. So, beginnen tun wir ein Projekt immer, indem wir ein Layout erstellen. Bei Ruckzuck werden die Seiten einer Website ja immer aus einem Layout gemacht. Das heißt, ohne Layout kann ich auch keine Seiten anlegen. Das ist also mein erster Schritt. Ich klicke hier auf das Plus und erstelle ein neues Layout und dann nenne es Café am See. So, ich bin jetzt direkt hier in der Bearbeitungsmaske des neuen Layouts. Ich möchte aber jetzt zuerst auch gleich meine Seitenstruktur anlegen. Deswegen gehe ich erstmal kurz raus aus dem Layout, aus der Bearbeitungsmaske wieder auf die Übersicht und sehe jetzt hier mein Layout, natürlich noch leer, ohne Inhalt und darunter die Seiten. Und jetzt erstelle ich mal zuerst schnell die Seitenstruktur. Dazu klicke ich hier unten auf Neue Seite erstellen und mache meine erste Seite mit dem Namen Home. Und wähle unten das Layout. Es gibt nur eines, nämlich das Café am See Layout. Die Beschreibungstexte lasse ich mal weg. Das solltet ihr natürlich machen. Ist wichtig für Google, dass ihr hier solche Sachen eingebt. Ich spare mir mal die Zeit. Klick auf OK und jetzt seht ihr auch links die erste Seite, die erstellt ist, mit dem leeren Layout. Die Seite selbst ist damit natürlich auch leer. Das mache ich jetzt mal noch schnell mit den anderen 3 Seiten. Und habe jetzt auf die Schnelle schon meine Seitenstruktur angelegt. Jetzt geht es los ans Layout, ans Design und dazu gehe ich natürlich wieder in die Bearbeitung des Layouts hier oben. So, was wir jetzt hier sehen, ist links die Struktur meines Layouts, links oben, da ist jetzt nur das Basismodul drin, das wird ja immer automatisch eingefügt, das hat so ein paar Standardeinstellungen für jede Website. Darunter links unten seht ihr die Module, die man in die Struktur dann reinziehen kann mit Drag and Drop und rechts die Vorschau. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf die Website, die wir bauen wollen.
Und da seht ihr ja, wir haben jetzt oben ein Logo, darunter die Navigation. Wir haben unten so einen kleinen Footer mit einem Text. Und dazwischen haben wir einen Inhaltsbereich, der sich auf jeder Seite ein bisschen anders darstellt, ein bisschen unterscheidet. So, ich gehe mal zurück ins Ruckzuck und fange jetzt mal an, das Layout aufzubauen. Ein Layout fängt man eigentlich fast immer an, mit einem Grid-Modul zu erstellen. Das zeige ich euch auch mal, wie das funktioniert. Ich nehme jetzt hier das Grid, ziehe es mit der Maus hier in das Basismodul und dann seht ihr auf der rechten Seite auch so ein Raster. Das Grid teilt den zur Verfügung stehenden Platz einfach in Spalten auf mit einem kleinen Zwischenabstand, einem Steg. Wenn ich jetzt auf die Eigenschaften des Grid wechsle, dann seht ihr hier auch, es sind 12 Spalten jetzt hier vorgesehen. Ich kann eben auch eine andere Zahl von Spalten hier auswählen oder auch eine beliebige Zahl eintippen. Mal 15, dann macht er eben 15 Spalten. Das heißt, da seid ihr völlig frei. Ich bleibe aber jetzt mal bei den 12, beim 12er Raster. Ich kann hier den horizontalen Zwischenabstand einstellen zwischen den einzelnen Spalten. Der ist hier in Prozent eingestellt, Prozent der Bildschirmbreite. Ich kann es auch in Pixel festlegen, wenn man möchte. Ich bleibe aber bei Prozent, mache das aber mal ein bisschen größer auf 2%. Das gleiche mache ich auch mit dem vertikalen Zwischenabstand. Das Menü hier unten sagt, wie denn das Grid selbst ausgerichtet ist. Das ist jetzt hier unten, sondern das ist die Ausrichtung der enthaltenen Module. Ob alle Module, die ich jetzt in das Grid-Chip reinschiebe, oben bündig angezeigt werden, mittig oder unten bündig. Ich bleibe jetzt mal bei oben bündig. Und hier unten kann ich noch einstellen, wie das Grid selbst ausgerichtet sein soll. Linksbündig, zentriert oder rechtsbündig. Dazu kommen wir gleich, da zeige ich euch, was das hier für eine Bedeutung hat. So, ich wechsle mal wieder in die Struktur und zeige euch mal, wie man so ein Grid jetzt befüllt. Ich nehme jetzt mal ein Bildmodul, weil wir wollen oben das Logo einbinden und schiebe es in das Grid. Jetzt seht ihr rechts den Platzhalter von dem Bild und drei Icons, mit denen ihr jetzt das Verhalten dieses Moduls hier einstellen könnt. Rechts unten könnt ihr die Breite des Bildes einstellen, einfach in Anzahl der Spalten. Und die beiden anderen sind dafür da, die Abstände nach außen einzustellen. Ich mache es einfach mal, ziehe es das mal nach innen, dann sieht man, aha, es gibt hier einen Abstand von einer Spalte. Und hier genauso. Und so kann ich jetzt hier praktisch die Größe von meinem Modul im Grid bestimmen. Ich dupliziere mal schnell das Modul, damit wir einfach mal sehen, wie das Grid ansonsten auch noch funktioniert. Habe jetzt hier ein zweites Bild drin. Wenn ich übrigens sowas dupliziere oder ein neues Modul in das Grid jetzt reinschiebe, nimmt er einfach die Breite und die Einstellungen des Moduls, das davor liegt. Deswegen sieht es dieses Bild genau gleich aus. Ich kann jetzt hier auch wieder Sachen hin und her schieben. Jetzt passiert Folgendes. Wenn ich jetzt das erste Bild ein bisschen kleiner mache, dann rutscht jetzt gleich auch das zweite Bild in die gleiche Spalte. Ich mache mal schnell diese Abstände raus, sieht man es noch ein bisschen deutlicher. So, jetzt sind die beiden Bilder nebeneinander. Jetzt kann ich das erste ein bisschen schmaler machen, ich mache es ein bisschen breiter. Und sobald das zweite nicht mehr in die Reihe passt, wird es einfach in die nächste Zeile verschoben. So einfach funktioniert das Grid. So, ich mache das zweite Bild jetzt nochmal raus. Wir wollen ja das Logo einbinden, brauchen wir kein zweites Bild. Und platziere jetzt mal das Bild an der richtigen Stelle. Ich mache es auf die volle Breite und gebe entsprechend Innenabstände nach links und nach rechts. Ja, jetzt gehen wir auf die Einstellungen des Bildes. Wähle ein Bild aus der Mediendatenbank aus. Das habe ich, wie gesagt, schon vorbereitet. Das Logo liegt hier schon drin. Wähle das Logo aus und übernehme es. Und da sind wir auch schon. Das Logo ist da. Und bevor ich jetzt weitermache mit der Befüllung, fange ich gleich an, so ein paar grundsätzliche Einstellungen von der Seite zu machen. Was sofort auffällt, ist, dass das Logo jetzt am oberen Rand klebt und dass ja auch links und rechts eigentlich kein Abstand da ist. Also wenn da jetzt Text stehen würde, würde es direkt am Bildrand kleben. Und deswegen stelle ich jetzt erstmal die Abstände ein für das Grid. Dazu gehe ich wieder in die Struktur
und wechsle hier unten auf den Reiter Styles. Dann nehme ich mir den Style Abstände und schiebe ihn auf das Grid. Durch dieses kleine FX-Symbol an der Seite seht ihr jetzt auch, dass das Grid Styles beinhaltet, in dem Fall eben nur die Abstände. Jetzt wechsle ich wieder auf die Eigenschaften und stelle den Innenabstand ein vom Grid. Und da sage ich jetzt, ich hätte gerne links 2% der Bildschirmbreite, rechts 2%, oben auch 2%. Die Prozente beziehen sich übrigens auch auf die Bildschirmbreite und unten lassen wir es einfach mal so, wie es ist. Jetzt haben wir schon ein bisschen Luft gewonnen, Abstand gewonnen und wichtig ist auch, die ganze Sache skaliert jetzt automatisch mit der Bildschirmauflösung. Das heißt, wenn ihr das mit dem Smartphone oder mit dem Tablet anschaut, würde das auch funktionieren. Das können wir hier auch mal simulieren. Ich mache jetzt mal dieses Vorschaufenster ein bisschen kleiner. Dann seht ihr, alles skaliert einfach automatisch. Die Spalten werden kleiner, die Abstände werden kleiner. So soll es sein. So, als nächstes bauen wir die Navigation ein. Wechsle ich wieder auf die Module. Nehme das Navigationsmodul, schiebe es in das Grid. Und da seht ihr auch schon, da werden meine Navigationspunkte angezeigt, also die Seiten, die ich vorhin angelegt habe. Und jetzt machen wir die aber mal auf die ganze Breite. Und passen das noch entsprechend an. Ich gebe dann die Eigenschaften der Navigation. Ich möchte hier die Navigationsebene 1 anzeigen. Ich möchte es gerne zentriert ausrichten. Und ich stelle hier mal noch einen Abstand ein zwischen den Navigationspunkten. Sagen wir mal 60 Pixel. So, Navigation ist eingefügt. Jetzt sieht man ja natürlich, hier stimmt die Schriftart noch nicht. Jetzt ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, dass wir uns mal Gedanken machen, wie denn die Schrift aussehen soll, insgesamt für meine Seite und natürlich auch für die Navigation. Aber ich fange jetzt einfach mal an, grundsätzlich zu definieren, welche Schriftart und welche Schriftgröße hier in der, auf der Seite verwendet wird. Gehe nochmal in die Struktur, wechsle auf die Styles und nehme ein Schriftformat. Und schiebt das in das Basismodul. So, dadurch, dass ich das ganz oben im Basismodul definiere, gilt diese Einstellung jetzt erstmal für alle Module, die noch im Layout drin sind, außer die einzelnen Module haben selbst wieder ein Schriftformat. Zuerst stelle ich mal die Schriftart ein. Wir haben hier eigene Webfonts, das zeige ich heute nicht, das ist ein bisschen komplizierter, nicht unbedingt, einfach ein bisschen langwieriger. Ich verwende hier einen Google Font. Google Fonts kennen viele von euch wahrscheinlich. Ihr könnt auch hier unten auf diesen Link klicken, der hier in dem Menü drin ist. Da seht ihr ungefähr 600 Schriften, die bei Google auch gehostet werden. Und ihr könnt jede dieser Google Fonts hier einbinden, indem ihr einfach den Namen hier eintippt in dieses Feld. Ich mache mal ein Beispiel. Ich nehme den Google Font Montserrat, tippe hier einfach mal den Namen ein. Und jetzt habt ihr auch schon gesehen, rechts hat sich entsprechend der Font verändert. Ihr könnt hier also jeden Font eintippen. Einige sind hier auch in so einem Dropdown schon genannt. Aber wie gesagt, das ist keine endliche Liste, also eine endliche Liste. Ihr könnt alle anderen Fonts auch einfach durch Eintippen reingeben. Wichtig ist, bloß Kleinschreibung beachten, sonst funktioniert es nicht. So, für diese Seite nehme ich aber den Google Font Arvo. Und definiere jetzt mal noch schnell die Schriftgröße standardmäßig, 16 Pixel, das passt. Die Schriftfarbe. Ich habe hier schon die vier Hauptfarben angelegt für das Design und wähle hier mal das Grau. Und mehr möchte ich hier eigentlich gar nicht groß definieren, das passt. Und gehe zurück in meine Struktur. So, jetzt wechsle ich wieder auf die Navigation. Die Navigation hat ja oben und unten so einen kleinen Rahmen, das mache ich jetzt hier auch mal schnell rein. Nehme also den Style Rahmen, schiebe den auf die Navigation und stelle jetzt hier oben einen Rahmen ein, in Grau mit 1 Pixel Breite und unten einen Rahmen, ebenfalls in Grau, 1 Pixel breit. So, die Navigation soll jetzt dann auch ein bisschen anders aussehen vom Schriftformat, weil die Navigationselemente immer groß geschrieben sein sollen.
Deswegen definiere ich jetzt hier noch eine kleine Änderung der Schrift, nimm also wieder ein Schriftformat, ziehe es in die Navigation rein und sag hier Groß-Kleinschreibung, hier bitte alles in Großbuchstaben anzeigen. Und dann ändere ich noch ein bisschen die Zeilenhöhe, damit es ein bisschen mehr Luft gibt nach oben und unten. 200%. Und so haben wir jetzt eigentlich schon unsere Navigation hier eingebaut. Wechsel noch mal ganz kurz zur fertigen Seite. Sieht schon fast so aus wie hier. Als nächstes haben wir ja diesen Inhaltsbereich, der auf jeder Seite ein bisschen anders aussieht. Das machen wir mit den Page Blocks, da kommen wir gleich zu. Aber es ist einfacher, wenn wir jetzt einfach mal schnell noch den Footer bauen und den Inhaltsbereich nachher. Dann haben wir praktisch die feststehenden Elemente im Design oder im Layout auch fertig. Für diesen Footer nehme ich einfach ein Textfeld, schiebe es wieder in das Grid und passe hier mal schnell den Text an. Dazu wähle ich jetzt mal hier oben dieses Copyright-Zeichen aus der Sonderzeichentabelle im Editor. Also Texte könnt ihr immer direkt eintippen, fast immer direkt eintippen, direkt in der Oberfläche, so wie ich es gerade auch gemacht habe. Und es aktiviert sich auch immer so ein Editor hier oben mit verschiedenen Möglichkeiten der Formatierung. Welche Dinge ihr hier formatieren dürft, das könnt ihr selbst einstellen in den Eigenschaften vom Textfeld. Und zwar seht ihr das hier dann. Erlaubte Schriftauszeichnung. Ich mache jetzt hier mal Fett, Kursiv und Links an und einfach mal zum Zeigen eine Überschrift 1. Brauchen wir hier zwar nicht, aber dann seht ihr, was ich meine. Und klicke jetzt nochmal hier in dieses Feld rein. Dann haben sich hier oben auch entsprechend diese Buttons hier aktiviert. Und ich habe jetzt hier als Formatierungsmöglichkeit auch Heading 1 stehen. So, jetzt ist es hier ein bisschen schwer zu sehen. Es ist das Copyright-Zeichen. Es wird überdeckt von diesem Resize-Icon. Ihr könnt diese Hilfslinien und Markierungen alle ausschalten, indem ihr rechts unten hier draufklickt, auf diesen Button Hilfsmarkierungen anzeigen. Klickt da mal schnell drauf. So, jetzt ist alles sichtbar. Ist manchmal ein bisschen einfacher, so zu arbeiten. Tippe jetzt hier mal schnell meinen Text ein. Jahreszahl davor. So. Jetzt möchte ich, dass der Text rechtsbündig angezeigt wird. Das mache ich wieder über einen Schriftstil. Nehme den aus den Styles, ziehe ihn auf das Textfeld und sage jetzt hier, dass ich die Textausrichtung auf rechtsbündig stelle. Ich gebe dem hier auch noch gleich ein bisschen mehr Zeilenhöhe mit, weil ich auch noch gleich einen Rahmen mache, der ja also eine Linie einfügt, die oberhalb liegt. Ich mache das auch mal auf 200% Zeilenhöhe. Jetzt füge ich noch einen Rahmen ein. Und sage hier einen Rahmen oben wieder mit Grau, ein Pixel breit. So, jetzt haben wir also das Logo eingebaut, die Navigation, erstmal noch ganz einfach, ohne Mouse-Over-Effekte etc., das machen wir später, und unten den Footer. Jetzt geht es weiter mit dem Inhaltsbereich. Wie ihr auf der Website, auf der Vorlage ja gesehen habt, ist jede Seite ein bisschen unterschiedlich und ich möchte natürlich jetzt nicht für jede einzelne Kombination von Bildern, Google Maps oder etc., ein eigenes Layout bauen. Das kann man natürlich auch machen. Ich kann für jeden Seitentyp ein Layout machen und dann entsprechend bei jeder Seite, die ich erstelle, das dazugehörige Layout auswählen. Das ist aber natürlich ein bisschen mühsam und wenn es Änderungen gibt, dann muss ich die immer an mehreren Layouts durchführen. Deswegen haben wir für den Fall etwas Spezielles erfunden. Das sind die Page Blocks und das zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Es gibt dazu ein Modul, das heißt Page Block Area oder Page-Block-Bereich und das nehme ich jetzt mal und ziehe es hier zwischen das Textfeld und die Navigation, also zwischen den Footer und die Navigation. So, das ist jetzt hier eingefügt
Und die Pageblocks funktionieren folgendermaßen. Alle Module, die ich jetzt hier einfüge, die kann man auf einer Seite beliebig oft einbauen, verschieben, kombinieren, so wie man möchte, völlig frei. Aber nur die Module, die ich jetzt hier eingebe. Standardmäßig ist aber nichts auf einer Seite drauf, sondern nur eine Auswahl. Ihr seht gleich, wie das funktioniert. Wir bauen jetzt erstmal die einzelnen Pageblocks hier rein und dann erstellen wir die einzelnen Seiten. Da seht ihr gleich, wie das Ganze funktioniert. Als einzelne Module brauchen wir eine Überschrift. Ziehe ich jetzt mal in den Pageblock-Bereich rein. Das seht ihr jetzt hier auch. Und die Überschrift, die fange ich auch mal gleich an zu formatieren. Gehe wieder auf die Styles, nehme ein Schriftformat. Wähle hier eine andere Schriftgröße, machen wir 24 Pixel. Nehme als Schriftfarbe das Türkis und sage hier auch, die Überschriften sollen immer groß geschrieben sein. Da gebe ich hier mal noch einen Text ein. So, und jetzt wird es ganz wichtig. Vorher haben wir jetzt ja das Bild oben gemacht, die Navigation und den Footer. Das sind genau die Dinge, die sich auf den einzelnen Seiten ja nicht unterscheiden und die damit auch nicht bearbeitbar sein müssen auf den einzelnen Seiten. Das ist jetzt ein bisschen anders in dem Bereich, wo ich jetzt drin bin. Da möchte ich ja für jede Seite den eigenen Inhalt eingeben, den individuellen Inhalt. Und dazu muss ich jetzt praktisch Schreibrechte vergeben für die Seitenbearbeitung. Wenn ich ein Layout, ein Modul einfüge und ich mache dann mit diesem Layout eine Seite, dann sind die Eigenschaften der Module prinzipiell nicht veränderbar. Ich muss explizit sagen, was auf einer Seite verändert werden darf und was nicht. Das hat natürlich einen Grund, warum wir das so machen. Stellt euch vor, ihr macht jetzt eine Website für einen Kunden und habt dort ein Layout erstellt und alles schon vorbefüllt und der Kunde soll künftig seine Inhalte selber pflegen können. Dann soll der Kunde ja nicht unbedingt sowas Sachen verändern wie oben die Navigation oder das Logo oder irgendwelche grundsätzlichen Aufbauten, sondern er soll eigentlich nur Texte und Bilder anpassen können und vielleicht so diese Struktur im Inhaltsbereich, so wie wir das jetzt auch gleich machen werden. So, deswegen haben wir uns entschieden, dass man die Schreibrechte immer explizit freigeben muss. Und dazu gibt es in jedem Modul einen Reiter in den Eigenschaften, den ihr hier ganz unten seht, Rechte für die Seitenbearbeitung. Wir sind jetzt hier im Modul Überschrift. Moment, ich muss mal ganz kurz, wir sind ja gerade im Style drin, ich gehe nochmal schnell auf die Struktur, wähle nochmal das Überschriftenmodul, gehe auf die Eigenschaften. Jetzt seht ihr ja Folgendes, hier sind zwei Reiter, zum einen der Text, den kann man wie gesagt direkt hier eintippen, in der Vorschau oder auch links in dem Feld und darunter gibt es ein Feld Semantik. In diesem Fall bei dem Überschriftenmodul heißt es, mit welchem HTML-Tag die Überschrift ausgezeichnet wird. Das ist in dem Fall H1. Das heißt, das ist semantisch die wichtigste Überschrift in einer Seite. Es sollte eigentlich, wenn es geht, immer nur eine H1-Überschrift auf einer Seite geben. Ich könnte hier eben auch die Hierarchie entsprechend anpassen und sagen, ob es H2, H3, H4 ist. Das hat nichts mit der grafischen Darstellung zu tun, sondern das ist einfach Semantik und zeigt einfach die Bedeutung oder Wertigkeit der Überschrift. Ich bleibe hier aber mal bei H1 und wechsle jetzt nochmal auf diese Rechte für die Seitenbearbeitung, damit ich diese Bearbeitungsrechte freigeben kann. So, in diesem Reiter stelle ich jetzt ein, welche Eigenschaften auf einer Seite veränderbar sind. Und hier steht es wieder zur Auswahl, Text und Semantik. Das sind solche Checkboxen. Und ich sage, auf einer Seite darf man jetzt verändern, den Text, den Inhalt des Textes, die Semantik aber nicht. Den Haken lasse ich jetzt hier also gesetzt und damit kann ich später die Überschrift natürlich auf jeder Seite verändern. So, wir haben jetzt die Überschrift eingefügt. Als nächstes nehme ich mal ein Textfeld, um zum Beispiel die Karte einzugeben oder diesen Text auf der Startseite. Ziehe das auch hier rein. Gehe wieder auf die Eigenschaften, definiere, was hier formatiert werden darf. Ich sage mal wieder Fett, Kursiv und Links. Wenn ich jetzt hier reinklicke, wie eben auch schon, sieht man eben, der Editor hat die entsprechenden Möglichkeiten freigegeben.
und sagt mir Rechte für die Seitenbearbeitung. Der Text darf verändert werden. Als nächstes Element nehme ich ein Bild. Gehe gleich auf die Eigenschaften des Bilds. Ich wähle jetzt mal ein Demo-Bild aus und sage jetzt hier noch in dem Reiter Bildhöhe, dass das Bild immer 25%, die Bildhöhe immer 25% der Bildbreite betragen soll. Also ich lege das Seitenhöhenverhältnis fest. Sieht man jetzt auch rechts. Und damit es schöner aussieht, ich muss mal hier kurz die Hilfsmarkierung wieder einschalten. So, jetzt erscheint hier auch dieses kleine Icon. Wähle ich mal noch schnell einen Bildausschnitt. Ja. Nochmal. So. Auch hier definiere ich jetzt wieder, was darf ich auf der Seite verändern. Und ich sage in dem Fall, das Bild darf man verändern. Und die Bildhöhe auch. So, das nächste Element, das wir noch haben, ist die Adresse, also der Text mit dem Google Maps Modul daneben und eine Galerie. Ich mache erstmal die Adresse. Dazu nehme ich wieder ein Grid, schiebe es in den Page-Block-Bereich. Das kennen wir jetzt ja schon. Nehme ein Textfeld. Das mache ich jetzt ein bisschen schmaler. Setze gleich die richtigen Eigenschaften. Hier darf man auch Fett formatieren und Links einfügen. Dann nehme ich noch ein Google Maps Modul und setze es daneben. Jetzt passe ich das noch ein bisschen an. Das eine ein bisschen schmaler, das andere ein bisschen breiter. So. Und beim Google Maps Modul sage ich jetzt, also Google Maps Modul funktioniert ziemlich einfach. Ich kann hier oben einfach eine Adresse eingeben. Und die Höhe noch einstellen, auch wieder in Prozent der Breite. Und gebe noch die Rechte für die Seitenbearbeitung. Dass diese Adresse auch veränderbar ist, setze ich hier auch den Haken. So, jetzt heißt dieser Pageblock im Moment, jetzt haben wir hier verschiedene Module, Pageblocks, Überschrift, Textfeld, Bild, Grid. Grid ist jetzt nicht sehr sprechend, deswegen benenne ich das jetzt hier noch um. Über die rechte Maustaste kann man die einzelnen Module umbenennen. Das kann man jetzt machen für die Pageblocks, das seht ihr dann gleich, wenn ich die Seiten mache. Aber auch für euch, damit ihr einen besseren Überblick in eurem Layout habt, könnt ihr die einzelnen Module immer umbenennen. Das mache ich jetzt hier mal und ich nenne diesen Block Adresse. So, jetzt fehlt uns noch die Bildgalerie. Und zwar soll die Bildgalerie nicht nur die einzelnen Bilder anzeigen, sondern wenn ich auf ein Bild draufklicke, dass dann das Bild ja auch in Großansicht erscheinen. Das ist bei uns aufgeteilt in zwei verschiedene Module. Ich mache erstmal schnell die Bildgalerie ohne die Großansicht rein, schiebe die dazu in den Pageblock-Bereich. Jetzt sieht man hier unten auch, bitte gewünschte Bilder auswählen. Das mache ich gleich mal. Ich gehe auf die Eigenschaften, wähle hier ein paar Bilder aus der Mediendatenbank aus, indem ich sie jetzt rechts in diese Spalte hier ziehe. Da kann ich sie auch umsortieren, wenn ich möchte, später auch neue Bilder hinzufügen. Ich nehme jetzt mal vier Bilder, klicke auf Übernehmen und die werden mir jetzt hier auch angezeigt. Und unter Darstellung kann ich jetzt hier auswählen, wie die Bilder angezeigt werden. Ich wähle jetzt mal die Darstellung in vier Spalten und wähle wieder einen Abstand, horizontal 2%. Und vertikal 2%, also wenn mehr als vier Bilder da sind, dass die auch einen entsprechenden Zwischenabstand haben. So, jetzt merke ich gerade, die Abstände zwischen den Bildern mit den Prozenten stimmen. Die Abstände zwischen meinen einzelnen Page-Blocks, also vertikal, stimmen noch nicht.
Das habe ich noch nicht eingestellt, weil dieser Page-Block-Bereich hat auch ein paar Einstellungen. Da wechsle ich mal schnell rein. Ich kann die Page-Blocks auch in Spalten anzeigen, wenn ich möchte. Das mache ich aber nicht. Das ist in dem Fall, das ist eine einspaltige Darstellung. Aber ich stelle mal schnell den vertikalen Zwischenabstand auch auf 2%. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen größer ziehe, kleiner ziehe, ist ja da was passiert. So, und jetzt stimmen auch überall schön die Abstände. So, bei der Bildgalerie nicht vergessen. Also ich kann ja noch mehr einstellen, wie zum Beispiel die Bildhöhe. Lasse ich jetzt mal um die Bildqualität. Ich vergebe auch schnell die Rechte wieder für die Seitenbearbeitung und sage, die Bilderauswahl darf man verändern auf einer Seite. Der Rest der Einstellung ist fixiert. So, damit jetzt sich diese Großbildansicht öffnet, wenn ich auf ein Bild draufklicke, brauche ich noch ein weiteres Modul. Und das ist das sogenannte Lightbox-Modul. Das kann ich nicht nur bei der Bildergalerie einsetzen, sondern auch beim ganz normalen Bild. Und das nehme ich jetzt mal und ziehe es direkt oberhalb rein. Jetzt seht ihr auch rechts, dass ihr praktisch nichts seht. Also die Lightbox hat keine eigene Ausgabe, sondern nur eine Funktion. Indem ich jetzt die Bildergalerie in die Lightbox ziehe, passiert Folgendes. Jetzt habe ich hier auch schon den Cursor mit der Hand. Und wenn ich jetzt auf ein Bild draufklicke, dann kann ich das Bild in groß anschauen und mich entsprechend hier durchnavigieren. So, es ist eigentlich unser Layout im ersten Schritt fertig. Es fehlen noch ein paar Details. Wir haben oben jetzt eben das Logo eingefügt, die Navigation gebaut, den Footer gebaut und dann einen Page-Block-Bereich gebaut, der praktisch alle Fragmente enthält, die ich zum Aufbau der einzelnen Seiten brauche. Und das war es eigentlich soweit. Ich klicke jetzt unten auf Speichern und gehe jetzt aus meinem Layout raus und bin jetzt hier wieder auf der Seitenübersicht oder auf der Projektübersicht. Links oben das Layout, das ist auch gerade markiert, deswegen seht ihr es in der Vorschau. Jetzt wechsle ich mal unten auf die Seite Home und da seht ihr, diese Seite Home enthält praktisch noch gar keinen Inhalt, nur Navigation, Logo und den Footer. Und so ist es bei den anderen Seiten auch. Und jetzt kommt der Trick mit den Page Blocks. Wenn ich jetzt diese Seite bearbeite, dann seht ihr hier einen großen Plus-Button in diesem Inhaltsbereich. Wenn ich jetzt da draufklicke, dann sehe ich eine Auswahl von diesen Page-Blocks, die wir eben erstellt haben im Page-Block-Bereich. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Überschrift, ein Bild, glaube ich, das war das erste Element, fügt es hier ein. Jetzt seht ihr auch links schon, jetzt kann ich hier das Bild verändern, indem ich ein neues Bild aus der Mediendatenbank auswähle. Das mache ich auch mal. Wähle mal noch schnell einen neuen Ausschnitt. Obwohl, na, so schlecht war der nicht. Und ich kann auch die Bildhöhe verändern. Die Bildqualität, die ich ja auch noch einstellen konnte im Layout, die kann ich jetzt hier nicht verändern. Also das ist die Sache mit den Rechten. Es sind jetzt nur diese beiden Einstellungen hier freigeschaltet. So, jetzt füge ich das nächste Modul ein. Das macht man, wenn ich jetzt hier so mit der Maus drüber fahre, seht ihr hier rechts oben so ein kleines Kontextmenü. Klicke wieder auf Plus und füge unterhalb eine Überschrift ein. Ist ja auch gleich der Text. Kann ich gleich eintippen hier direkt. Willkommen. Und als nächstes Element füge ich ein Textfeld ein. So, ich spare mir mal ganz kurz die Eingabe des Textes. Aber ihr seht schon, so ist eigentlich die erste Seite fast fertig. Klick mal auf Speichern. Und wir können ja mal schnell vergleichen, wie die Seite, die Vorlage aussah. Ja, ist schon ziemlich gleich. Das mache ich jetzt mal noch schnell mit den anderen drei Seiten, dass ich die strukturell anlege. Ich gehe mal in Menü, bearbeite hier. Was hatten wir da? Immer ein Bild, dann eine Überschrift, wieder ein Textfeld,
Dann wieder ein Bild. Eine Überschrift. Und ein Textfeld. Ah, ihr könnt euch vorstellen, wie das Ganze jetzt weiter funktioniert. Ich spare mir mal schnell die Eingabe der Inhalte. Wechsel mal auf die Seite Galerie. Und dort gab es, glaube ich, nur eine Überschrift. Oder ich glaube, da gab es nur eine Galerie. Ah ja, die heißt jetzt Lightbox. Das habe ich jetzt vergessen umzubenennen. Sieht man mal. Das ändern wir jetzt gleich mal. Bevor ich das hier einfüge, gehe ich wieder raus aus der Bearbeitung. Wechsel nochmal ins Layout. Und jetzt sehen wir hier unseren Page-Block-Bereich. Hier waren jetzt die Module, die ich eben zur Auswahl hatte. Und benenne jetzt auch mal diese Lightbox um und nenne sie Galerie. Wieder auf Speichern klicken, zurückwechseln. Und wenn ich jetzt die Galerieseite bearbeite und auf das Plus klicke, dann stimmen hier auch die Bezeichnungen. So, die Galerie, da klicke ich jetzt mal drauf, nenne mal noch ein paar mehr Bilder rein. Aber das ist jetzt so typisch Content Filling. So, jetzt haben wir 7 Bilder, eins geht noch. Dann haben wir schön 2 Reihen. Und so ist meine Galerie jetzt hier fertig. Machen wir noch schnell die Kontaktseite mit dem Google Maps Modul. Adresse. Und da ändere ich auch noch schnell die Daten. Ich sage jetzt hier einfach mal unsere Adresse hier, wo wir gerade sitzen, am schönen Bodensee, direkt am See rein. Sieht auch schön aus auf Google Maps. Da nennen wir auch mal die Satelliteneinstellung. Ich mache die Höhe noch ein bisschen mehr. Und hier kann ich auch entsprechend meinen Text eingeben. Aha, bei diesem Textfeld habe ich jetzt vergessen, die Rechte zu setzen, dass ich das auf einer Seite verändern kann. Da seht ihr, wenn man das vergisst und ich klicke jetzt dieses Modul an, dann kommt links diese Meldung. Die Eigenschaften dieses Moduls sind vom Layout vorgegeben und das muss man eben im Layout entsprechend einstellen, dass ich das hier auch verändern kann. So, das Ergebnis ist, kann mal rechts unten kann man sich das auch mal alles anschauen, ohne diesen Rahmen drumherum. Ich klicke mal auf diese Lupe. Da seht ihr jetzt mal, wie die Seite jetzt aussieht. Das ist schon fast so wie die fertige Seite, die ich euch vorhin gezeigt habe. Es gibt da noch 2 Dinge, die noch nicht so gut sind. Das erste ist, man sieht jetzt, die Seite skaliert beliebig. Das heißt, sie ist einfach so breit wie der Bildschirm, bis auf diese Abstände, die wir im Grid eingestellt haben. Und das ist bei der Vorlage, die ich habe, ein bisschen anders. Geht da nochmal rein. Da seht ihr, die Seite hat so eine Maximalbreite und ist dann zentriert. Das ist das, was wir jetzt ändern werden. Und dann haben wir oben noch die Navigation. Die hat erstens eine kleine Funktion, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dass die einzelnen Menüpunkte türkis werden. Und zweitens zeigt es mir auch an, auf welcher Seite ich mich gerade befinde, weil der Menüpunkt ist auch einfach türkis markiert. Das haben wir jetzt beides noch nicht gemacht und die beiden Dinge holen wir jetzt noch nach. So, wechsle ich mal wieder rein, gehe aus der Seitenansicht raus und wieder ins Layout. Ja. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist mal diese Sache mit dieser maximalen Seitenbreite. Also grundsätzlich ist es so, ich wechsle mal, nochmal die Einstellung von der Breite nochmal hier in der Vorschau. Das Ganze skaliert eigentlich wunderbar, aber wir wollen jetzt einstellen, dass dieser Inhaltsbereich oder dass der ganze Inhalt eben maximal, sagen wir mal, 900 Pixel breit ist und zentriert dargestellt wird. Wie machen wir das? Das Grid hier umfasst ja alle Module und in den Eigenschaften vom Grid kann ich ja sagen, dieses Modul, Ausrichtung dieses Moduls, wir haben es ganz am Anfang kurz gesehen, da sage ich jetzt, dass das Grid grundsätzlich zentriert sein soll.
So, ich sehe jetzt noch gar kein Ergebnis, weil das Grid ist ja praktisch so breit wie der Bildschirm, bis auf die Innenabstände. Deswegen ist es egal, ob es zentriert, linksbündig oder rechtsbündig ist. Um die Maximalbreite einzustellen, nehme ich einfach wieder einen Style. Und der Style heißt Breite und Höhe. Und den ziehe ich auf das Grid. So, und hier kann ich jetzt die Breite anpassen. Die ist jetzt fest auf 100%, das ist die Standardeinstellung. Hier könnte ich jetzt auch was machen, indem ich jetzt hier einfach das Ganze auf prozentual verkleinere. Das ist aber eigentlich nicht das, was ich will, weil wenn ich jetzt den Bildschirm kleiner mache, dann ist es praktisch, da bleibt der Rand links und rechts bestehen. Das will ich ja nicht. Deswegen lasse ich das mal bei den 100%. Aber ich sage, die maximale Breite des Grids soll, damit man es jetzt mal deutlicher sieht, der Bildschirm ist ein bisschen kleiner hier, sagen wir mal 600 Pixel betragen. Und jetzt skaliert es folgendermaßen, wenn ich jetzt den Bildschirm kleiner mache, dann ist es genau das Verhalten, das wir wollen. Das Grid ist maximal 600 Pixel breit. Sobald der Bildschirm größer wird, gibt es links und rechts einen Weißraum. Der Klassiker ist da immer die 940 Pixel oder 960 Pixel. Bei 960 Pixel heißt es, dass auch alle Monitore mit klassischer XGA-Auflösung oder Tablets den Inhalt eigentlich jetzt vollflächig anzeigen, mit wenig Rahmen links und rechts. Klicke mal auf Speichern und gehe mal schnell auf dieses Vorschaufenster, das wir ja eben noch hatten. Wie ich da jetzt einen Reload mache, dann seht ihr auch das Ergebnis. Der Inhaltsbereich hat jetzt eine Maximalbreite und es sieht alles ein bisschen luftiger aus, vor allem auf großen Bildschirmen. So, den zweiten Punkt, den wir jetzt noch ändern wollen, ist die Navigation. Da wollen wir jetzt noch so einen Mouse-Over-Effekt einbauen und wir wollen, dass der aktive Navigationspunkt türkis markiert wird. Dazu gehe ich jetzt mal in die Navigation rein. Da haben wir bisher ja schon zwei Styles drin. Wir haben einen Rahmen gemacht, oben und unten, und ein Schriftformat definiert. Und jetzt wollen wir eben diesen Mouse-Over-Effekt machen. Und dazu brauche ich jetzt den sogenannten Selector. Das ist auch ein Style. Und mit einem Selector kann ich ein einzelnes Element eines Moduls explizit ansprechen, stylen oder Dinge damit tun. Mit dem Selector wähle ich also ein einzelnes Element erstmal aus. Ich nehme jetzt mal hier den Selector aus den Styles raus, dieses Modul hier, und schiebe das auf die Navigation und wechsle auf die Eigenschaften. So, und da seht ihr jetzt links alle möglichen Dinge, die man auswählen kann, was ich jetzt bei diesem Navigationsmodul alles stylen oder verändern kann. Und ich wähle jetzt hier mal aus, ich möchte gerne stylen alle Navigationslinks und sage dann noch einen weiteren Selektor, den Zustandsselektor, der ist hier unten. Ziehe dann auf den Navigationslinkselektor, gehe auf die Eigenschaften mal und ich sage jetzt bei Mouse Over. Und jetzt schiebe ich rein, was ich hier verändern möchte, nämlich wieder das Schriftformat. Und da sage ich, die Schriftfarbe soll in diesem Fall türkis sein. Schauen wir mal kurz an, ob es funktioniert. Ja, das klappt. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, werden die einzelnen Navigationspunkte türkis. Und jetzt gehen wir mal zurück auf die Struktur. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ich habe also mit dem Selektor explizit alle Navigationslinks angesprochen, habe mit dem Zustandsselektor gesagt, nur bei Mouse Over. Und das soll dann hier, und bei Mouse Over soll eben dann das Schriftformat verändert werden. Ich kann natürlich auch alle möglichen anderen Styles jetzt hier reinziehen. Das ist beliebig. Ich mache mal ein Beispiel. Ich nehme mal die Hintergrundfarbe. Sieht das wahrscheinlich furchtbar aus, aber egal. Und sage, ich möchte gerne bei Mouse Over einen schwarzen Hintergrund haben. Ja, passiert das hier.
Also ihr könnt hier beliebig kombinieren. So, der erste Teil bei der Navigation haben wir jetzt auch schon hinter uns. Das heißt, bei Maus Ober werden eben, wie gesagt, Navigationspunkte türkis. Und jetzt wollen wir ja noch, dass die aktive Seite eben hier auch markiert wird. Also wenn ich mich auf der Seite Galerie befinde, dass der Menüpunkt Galerie auch türkis wird. Das geht natürlich wieder über einen Selektor. Den schiebe ich jetzt auch wieder in die Navigation. Und jetzt wähle ich in diesem Feld den aktiven Navigationslink aus, diesen Eintrag hier. Der Unterschied zwischen aktiver Navigationslink und aktueller Navigationslink ist übrigens, aktiv heißt, auch wenn ich jetzt, wenn es jetzt noch weitere Navigationsebenen geben würde, angenommen unter Galerie gäbe es jetzt noch irgendwie einen Menüpunkt Galerie 1 und Galerie 2, dann würde der Hauptnavigationspunkt Galerie wäre auch aktiv, auch wenn ich auf einer Unterseite davon bin. Und bei aktuell ist es tatsächlich nur der Navigationslink, der gerade ausgewählt ist. Ich nehme jetzt mal, also in dem Fall ist es egal, weil wir eine einstufige Navigation haben. Ich nehme einfach mal aktiver Navigationslink und sage jetzt in diesem Fall auch wieder ein Schriftformat. Und wähle jetzt hier noch wieder türkis aus. So, und das sehe ich jetzt hier in der Layout-Ansicht nicht, weil es ist ja keine Seite ausgewählt. Das heißt, das kann ich eigentlich nur testen, indem ich jetzt hier mal wieder auf Speichern klicke und das Layout verlasse und auf die Seiten wechsle. Und da seht ihr schon, ich bin auf der Seite Home, ist hier schön markiert. Wenn ich auf Menü klicke, ist Menü markiert und so weiter. Hat also alles ganz gut funktioniert. So, unsere Website ist jetzt soweit fertig. Jetzt kann man natürlich noch viele Dinge tun. Ich denke mal, als nächstes schauen wir uns vielleicht noch die Responsive Settings an. Wie kann ich jetzt denn eigentlich das Ganze anpassen an verschiedene Bildschirmauflösungen? Und damit wir da mal das sehen, was eigentlich passiert, ich wechsle nochmal in die Vorschau des Layouts und mache mal den Bildschirm kleiner. Dann sehen wir, dass irgendwann mal die ganze Sache nicht mehr so gut funktioniert. Ja, jetzt ist hier das Google Maps Modul schon ziemlich klein und der Text daneben, die will ich wahrscheinlich untereinander stehen haben. Oben ist die Navigation jetzt hier zweizeilig geworden, das ist nicht so toll. Das Logo ist jetzt vielleicht sehr klein. Und das wollen wir uns einfach mal ein bisschen anpassen. Ich gehe nochmal hier auf die Standardauflösung und wechsle nochmal in die Bearbeitung des Layouts. So, in der rechten Spalte seht ihr jetzt hier vier Knöpfe, vier Buttons. Oben ist ein S. S ist praktisch die Standardauflösung. Das ist von oben gesehen die maximale Auflösung, ich sag mal so ein Pixel größer als der erste Breakpoint, die ihr drunter seht. Drunter seht ihr jetzt nämlich die drei Breakpoints, die wir derzeit unterstützen. Bald werden wir beliebig viele Breakpoints unterstützen, da sind wir jetzt dran. Und ein solcher Breakpoint besteht immer eben aus einer Pixelzahl. Und das heißt, dass ihr jetzt, wenn ich auf diesen Breakpoint gehe, auf diese 800 Pixel, dass ihr an der Stelle das Layout verändern könnt. Und da könnt ihr ganz, ganz viel verändern. Ihr könnt jeden Style anpassen, also Schriftgrößen, Farben, Hintergründe etc. Aber auch die Aufteilung in einem Grid, also wie die Grid-Spalten angeordnet sind oder wie breit die sind. Was ihr nicht verändern könnt, ist der Strukturbaum, den ihr links seht. Der Strukturbaum ist immer gleich. Der verändert sich nicht in den einzelnen Auflösungen, aber das muss eigentlich auch gar nicht sein. Da würde es dann auch schon ziemlich kompliziert werden. Wo diese einzelnen Breakpoints liegen, also hier sind sie jetzt auf 800 Pixel, 600 Pixel und 400 Pixel eingestellt. Das kann man hier unten an diesem Button hier, wenn ich draufklicke, bearbeiten. Und hier kann ich jederzeit einstellen, auch im Nachhinein, wo diese Breakpoints liegen, indem ich hier einfach die Pixelzahlen eingebe. So, jetzt schauen wir uns das doch mal an. Bei 600 Pixeln Breite funktioniert die Sache eigentlich noch einigermaßen gut. Jetzt wechsle ich mal auf 400 Pixel
Und da sehen wir, das ist eigentlich alles gar nicht so toll. Das Erste, was mir auffällt, ist oben die Navigation. Und da klicke ich jetzt mal drauf und gehe auf die Eigenschaften. Und dann seht ihr ja links, wir haben ja vorhin den Abstand zwischen den Navigationspunkten eingestellt. Und das kann ich jetzt in dieser Bildschirmauflösung anpassen. Das ist jetzt so leicht ausgegraut und ihr seht da noch die 60 Pixel drin stehen. Und damit ich das hier verändern kann, ziehe ich einfach mal hier den Regler und mache das Ganze schmaler. So, jetzt passt alles wieder in eine Zeile. Und jetzt habt ihr auch gesehen, dass es immer so eine kleine Farbmarkierung gibt, zwischen den, die sich hier verändert hat. Diese Farbmarkierung ist jetzt von Orange auf Grün gesprungen. Und das heißt, dass in diesem Breakpoint rechts, wir sind ja auf 400 Pixel und der ist grün markiert, dass hier in diesem Breakpoint, in diesem grünen Breakpoint etwas verändert wurde. Und also, das heißt, ihr könnt alle Felder in den Eigenschaften verändern, die so eine Farbmarkierung haben. Das sind ziemlich viele. Also man könnte jetzt hier auch sagen, ich möchte zum Beispiel die Navigation gar nicht mehr horizontal, sondern vertikal anzeigen. Das ist das Menü drüber. Seht ihr jetzt auch, was passiert. Ich mache jetzt hier mal, der Abstand bezieht sich jetzt auf den vertikalen Abstand. So, mache das jetzt mal so. Wenn ich jetzt den Bildschirm wieder größer ziehe, dann seht ihr, was passiert. Sobald wir diese 400 Pixel Breite erreichen, diesen Breakpoint, ändern sich die Einstellungen entsprechend. Wie gesagt, das könnt ihr mit allen Feldern machen, die diese Farbmarkierung haben. Wenn ihr diese Vererbung wieder deaktivieren wollt, das heißt, die Vererbung wieder aktivieren wollt, das heißt, diesen expliziten Wert aus dem Breakpoint rausnehmen wollt, klickt ihr einfach wieder hier drauf auf diese Farbmarkierung, dann kommt so ein X. So, und jetzt sind einfach, werden wieder die Einstellungen vom übergeordneten Breakpoint übernommen oder von der Standardauflösung. Ich ändere es aber wieder zurück, weil wir wollen ja hier das schön haben. So, das nächste, was mir auffällt, ist, dass der Text, dieser Adresstext und das Google Maps Feld, dass das nicht wirklich funktioniert hier in dieser Auflösung. Ich möchte die gerne untereinander darstellen und dazu klicke ich jetzt einfach mal auf dieses Textfeld. Und beim Grid ist es noch viel, viel einfacher. Ich muss mir überhaupt keinen Kopf machen, sondern ich mache jetzt einfach in diesem Breakpoint, verändere ich jetzt die Breite des Textfeldes. Ich ziehe das hier breiter. Dem Google Maps Modul mache ich das auch. So, und jetzt stehen die beiden untereinander. Checken wir gleich. Ich gehe in eine größere Auflösung, gehe wieder zurück. Und so hat sich jetzt das Grid verändert. Also ziemlich einfach, kann man komplett visuell machen. Unten mit der Galerie, das ist auch nicht ganz so toll. Die vier Bilder nebeneinander ist ein bisschen schmal. Ich wechsle jetzt hier mal, habe auf die Galerie draufgeklickt, gehe hier mal in den Reiter Darstellung. Hier ist es noch vierspaltig eingestellt. Das Feld ist auch mit einer Farbe markiert, also kann ich das verändern. Ich sage jetzt mal zweispaltig. Und damit stehen jetzt die Bilder nebeneinander in zwei Spalten. So, wenn ich jetzt auf Speichern klicke und wieder zurückwechsle. Und wir haben ja vorhin schon Inhalte eingegeben auf den einzelnen Seiten. Ich gehe gerade mal auf die Galerie. Wenn ich da jetzt auf den Breakpoint hier wechsle, auf den 400er, dann macht er das hier auch schon. Also es ist auch ganz wichtig, ihr könnt ein Layout immer auch im Nachhinein verändern, auch wenn Seiten schon damit angelegt sind. Das ist ja auch der Gag dahinter, wenn man so möchte, dass ihr sehr flexibel die Layouts anpassen könnt, auch wenn zum Beispiel eure Kunde oder ihr schon viele Inhalte eingegeben habt. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen. Angenommen, ihr habt jetzt hier schon ganz viele Seiten erstellt. Und wenn ich jetzt in das Layout wechseln würde und das Textfeld aus dem Page-Block-Bereich zum Beispiel rauslösche, dann würde es auch aus allen Seiten, die damit erstellt wurden, rausgelöscht werden. Also man muss ein bisschen aufpassen. Ich sage mal so, wenn man so rumspielt bei komplexen Projekten, empfehle ich eigentlich immer, dass man vorher mal das Projekt dupliziert. Auch mal der Vollständigkeit halber, wie geht das? Ich wechsle mal schnell zurück auf die Website-Übersicht. So, da seht ihr das jetzt hier auch hier, das ist dieses Café am See. Ein Screenshot hat es jetzt leider noch nicht aktualisiert, das dauert manchmal ein bisschen. Und wenn ich jetzt eine rechte Maustaste hier verwende,
auf dem Projekt. Dann kann ich hier Duplizieren wählen und damit einfach das komplette Projekt kopieren, duplizieren mit Mediendatenbank, mit Farbschema, allem drum und dran und ist damit völlig unabhängig. Ihr könnt das Ganze auch auf eurer eigenen Platte sichern, indem ihr hier Projekt herunterladen wählt. Dann macht ihr eine Datei, die hat die Endung .ruckzuck. Die könnt ihr einfach speichern, diese eine Datei. Und die könnt ihr jederzeit wieder importieren durch den Button hier unten, Projekt hochladen. Und dann habt ihr es wieder in eurem in eurer Website-Übersicht, in eurem Ruckzuck-Space. Das ist ziemlich wichtig, vor allem wenn ihr zum Beispiel mal gar nicht so viele Projekte parallel verwalten könnt in eurem Account, dass ihr auch einfach solche Sicherungen machen könnt oder eben auch Projekte, die ihr nicht mehr braucht oder erst im halben Jahr wieder aktualisieren müsst, dass ihr die immer wieder importieren und exportieren könnt. Eine wichtige Funktion ist auch über diese Funktion mit dem Import und Export, dass ihr das in einen anderen Ruckzuck-Space einspielen könnt. Das macht natürlich auch immer wieder Sinn. So, das war es eigentlich jetzt mal so im ersten Schritt. Wir haben die Website komplett erstellt, wir haben die Seiten angelegt, wir haben mal gesehen, wie die Responsive-Einstellungen funktionieren. Jetzt gäbe es vielleicht noch zwei Punkte, die wir anschauen könnten. Das eine ist die Benutzerverwaltung. Wie richte ich das jetzt so ein, dass ein anderer, zum Beispiel mein Kunde, die Website selber pflegen kann und natürlich auch nur das pflegen kann, was ich ihm freigebe. Und der zweite Punkt wäre noch, wie publiziere ich meine Website? Aber jetzt schaue ich mal ganz kurz rüber zum Jakob. Haben wir hier noch viele andere Fragen? Ja, Dropdown können wir angucken. Ja, da würde ich mal noch schnell der Vollständigkeit halber mal hier noch weitermachen und fange jetzt erstmal an damit mit der Benutzerverwaltung. Also in diesem Ruckzuck-Space, wo ich drin bin, bin ich praktisch der Besteller, der Owner. Das ist mein Space. Und ich kann es bei Ruckzuck ja so machen, dass ich jetzt zum Beispiel meinen Kunden das Recht gebe, hier eine einzelne Website zu editieren und zu publizieren. Und das mache ich über die Benutzerverwaltung. Dazu klicke ich links oben auf das Ruckzuck-Symbol. Da wird das Hauptmenü geöffnet. Da seht ihr ganz viele Menüpunkte dahinter. Und da gibt es jetzt zwei Menüpunkte. Das eine ist die Benutzergruppen und Rechte und die Benutzer an sich. So, dann muss man kurz was vorweg schicken. Das Rechte, also es gibt bei Ruckzuck Benutzer, die gelten für den gesamten Ruckzuck-Space und es gibt Benutzergruppen, die gelten immer für das aktuelle Projekt, in dem man sich gerade hier befindet. Und dadurch, dass ich einen Benutzer und Gruppen anlege und diese Gruppen den Benutzer zuordne, hat dann der einzelne Nutzer eben die entsprechenden Rechte. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen es einfach mal. Ich richte jetzt einfach mal die Benutzergruppe für diese Website, für dieses Projekt Café am See ein. Dazu klicke ich hier drauf. Und jetzt sehen wir hier, es gibt noch keine Benutzergruppen. Und da erstellen wir jetzt mal eine. Klick unten auf Neu. Und ich nenne mal die Gruppe Redakteure. So, jetzt sehen wir auch links die Redakteure-Gruppe. Der Gruppe sind noch keine Benutzer zugeordnet. Das machen wir im nächsten Schritt. Wir definieren jetzt, was was Mitglieder dieser Gruppe denn machen dürfen. Ich gehe jetzt erstmal auf den Reiter Seiten und da kann ich jetzt definieren, welche Seite dürfen Mitglieder der Gruppe bearbeiten. Ich sage jetzt mal alle vier Seiten. Dürfen sie auch unterhalb Seiten anlegen? Eigentlich nicht, weil wir haben ja keine zweite Navigationsebene und unterhalb bearbeiten auch nicht. Es gibt übrigens links unten auch so einen schönen Button. Diese Benutzergruppe darf alle Seiten bearbeiten und neue Seiten anlegen. Also keine Einschränkungen, was die Navigation oder was die Seiten angeht. Das mache ich aber hier nicht. Ich sage einfach, Benutzer dieser Gruppe dürfen diese vier Seiten bearbeiten, keine neuen Seiten hinzufügen. Fertig. Klick auf Speichern. Jetzt gibt es hier noch sonstige Rechte für diese Gruppe. Wenn ich hier draufklicke, dann sage ich, okay, der Benutzer darf die Website publizieren, aber er darf keine Module erstellen, natürlich nicht. Er soll auch keine Layouts erstellen, bearbeiten oder löschen können, auch nicht das Farbschema bearbeiten können
und auch nicht die Logdatei anschauen können. Also Logdatei ganz kurz, wir haben so ein Logging, es wird praktisch mitgespeichert, welcher Benutzer was gemacht hat, also nicht ihr selbst, sondern im Prinzip eure Redakteure, damit man vielleicht mal irgendwelche Dinge auch nachvollziehen kann, wenn es mal Probleme gab, aber das ist nach außen hin nicht sichtbar. So, klicke ich mal auf Speichern. Jetzt ist diese Gruppe Redakteure angelegt. Die darf also die Website publizieren und diese 4 Seiten bearbeiten. Als nächstes lege ich jetzt einen Benutzer an. Das mache ich über den Menüpunkt Benutzer. Klicke hier drauf. Es gibt hier schon ein paar Benutzer. Ich mache mal 9. Den nennen wir jetzt einfach mal Max Müller. Gebe hier noch die E-Mail-Adresse ein. Kann hier die Sprache auswählen, ist auch wichtig. Das Interface ist in Deutsch und in Englisch bei Ruckzuck. Also auch englischsprachige Benutzer können hier sich leicht zurechtfinden. Ich könnte jetzt hier sagen, dieser Benutzer ist ein Super-User. Wenn ich das anhake, dann hat der Benutzer alle Rechte. Also hat er Zugriff auf alle Projekte, darf alle Layouts ändern, darf alle Seiten ändern. Das wollen wir natürlich nicht. So, ich klicke jetzt hier unten auf Weiter. Und jetzt kann ich hier in Benutzergruppe aufnehmen, in diesem Dropdown die Gruppe Redakteure wählen. Klicke auf das Plus und jetzt sehe ich hier, okay, Mitglied in der Benutzergruppe Redakteure. Klicke auf Speichern. So, jetzt haben wir einen neuen Benutzer angelegt und dieser neue Benutzer ist eben auch in dieser Gruppe Redakteure. Üblicherweise würde ich jetzt hier in dieser Übersicht den Benutzer markieren, so wie ich es eben gemacht habe. Und dann unten auf Passwort E-Mail senden klicken. Dann erhält eben der neue Benutzer eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ich eingegeben habe. Und dann kann er sich sein Passwort selbst setzen, um in diesen Space zu gelangen. Mache ich jetzt mal nicht, dauert mir zu lang. Ich bearbeite mal schnell den Benutzer wieder. Und da kann ich das Passwort hier auch manuell setzen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nur der zweitbeste Weg. So, jetzt kopiere ich mal schnell die E-Mail-Adresse noch raus. Und fertig. Und jetzt logge ich mich mal aus als Super-User mit meinem Account und melde mich mit dem neuen Benutzer an. So, und jetzt sehe ich, dass das Ganze schon viel, viel einfacher wird. Ich lande jetzt direkt in dieser Website, weil ich habe gar keinen Zugriff auf weitere Website, also muss ich die Übersicht erstmal gar nicht anzeigen. Ich sehe die Layouts auch nicht. Ich sehe nur die Seiten. Links unten kann ich auch keine neuen Seiten hinzufügen. Das ist ausgegraut, genauso wie duplizieren und löschen. Ich kann nur die Eigenschaften der Seite verändern. Das heißt eben sowas wie den Beschreibungstext für die Suchmaschinen oder die Navigationsbezeichnung. Und ich kann natürlich die Seite bearbeiten, wenn ich hier auf Bearbeiten klicke. Ändere mal schnell was. Klicke auf Speichern. Wieder zurück auf die Übersicht. Und es ist also ziemlich einfach für euren Kunden zum Beispiel. Er klickt sich einfach durch, entweder links über den Navigationsbaum oder hier direkt über die Navigation auf der Seite. Das, was er bearbeiten möchte, klickt er. Wenn er bearbeiten möchte, auf Bearbeiten klicken, speichern, fertig. Mehr kann er ja gar nicht machen und mehr haben wir ihm auch nicht an Rechten gegeben. Was er allerdings darf, verschieben darf er auch nicht, stimmt. Genau. Also es ist jetzt alles festgetackert, er darf jetzt nur die Inhalte verändern. Natürlich darf er all das verändern, was wir vorhin freigegeben haben im Layout, also all die Texte und Bilder, was wir da eingestellt haben. Er darf auch neue Pageblocks einfügen. Das bleibt alles gleich, aber ansonsten ist hier alles ziemlich einfach. So, das war es mal zur Benutzerverwaltung. Da ist noch eins zu sagen. Diese Benutzergruppen, die beziehen sich eben immer auf ein einzelnes Projekt. Und die Benutzer selbst gelten immer für den ganzen Ruckzuck-Space. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kunden habt, der 2 Websites bearbeiten kann in eurem Ruckzuck-Space, müsst ihr den Benutzer nur einmal anlegen und er hat eben dann entsprechend die beiden Websites zur Auswahl, indem ihr einfach jeweils eine Gruppe in der Website macht und diesen Benutzer zuweist.
So, geh mal auf die Übersicht. Hier sieht man jetzt übrigens auch nur diese eine Website. Da landet der Kunde wahrscheinlich selten. Alle anderen Websites oder Projekte sind für ihn gesperrt. So, jetzt gehe ich nochmal raus. Und dann schauen wir uns noch schnell das Publizieren an. Wie kann ich die Website denn jetzt live ins Internet kriegen? So, jetzt habe ich wieder mit meinem Account eingeloggt. Jetzt gehen wir wieder rein in die Website. Und jetzt klicken wir mal links oben auf den Menüpunkt Publizieren. So, ich habe da bisher noch gar nichts eingestellt. Wenn ich das zum ersten Mal mache, dann kommt hier erstmal die Aufforderung, dass ich mich entscheiden muss, wohin ich denn die Website publizieren möchte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir bieten ein eingebautes Webhosting mit an. Das ist im Preis inklusive. Das heißt, ihr könnt jetzt hier die Website einfach bei uns veröffentlichen und eine Domain, die ihr allerdings woanders erwerben müsst, mit diesem Webspace verbinden. Die zweite Variante ist, dass ihr die Website auf einen externen Webspace publiziert, via FTP oder SFTP, und dann läuft eben alles extern ab. Empfehlen tun wir natürlich das eingebaute Ruckzuck-Webhosting, das ist dafür optimiert, es ist ziemlich schnell und ist auch am einfachsten für euch zum Einrichten. Das zeige ich euch mal als allererstes. Ich klicke also hier auf Ruckzuck-Webhosting. So, und jetzt passiert erstmal eines. Jetzt wird erstmal schnell eine Version publiziert und diese Version, die ist auch jetzt schon online und zwar unter dieser URL, die ihr hier oben seht, diese kryptische URL. Klickt da mal drauf, geht es auch in ein neues Fenster und zack, wenn ich es hier mal sehe, seht ihr hier oben die URL und ihr könnt jetzt, die könnt ihr auch schon eurem Kunden schicken oder jemand anderem schicken, die funktioniert, ihr seid damit fertig im Internet mit dieser Website. Immer wenn ihr was verändert habt, neue Seiten gemacht habt oder ähnliches und ihr wollt, dass das wieder live im Internet zu sehen ist, müsst ihr publizieren. Also wenn ihr jetzt hier ohne Publizieren zum Beispiel neue Seiten erstellt, dann ist das alles noch nicht sichtbar. Es ist erst sichtbar, wenn ihr hier auf den Publizieren-Button geklickt habt. Das macht ja eigentlich auch Sinn, weil ihr macht vielleicht mal eine neue Version oder macht 5 neue Seiten und ihr wollt sie erst zu einem gewissen Datum publizieren. Da geschieht es eben erst, wenn man hier draufklickt. Das mache ich jetzt mal nochmal. Kann ja auch noch einen Kommentar dazu eingeben. Und dann seht ihr jetzt auch in dieser Liste, wurde jetzt eine zweite Version hier angelegt und publiziert. Die letzten 5 publizierten Versionen seht ihr auch immer hier. Und ihr könnt auch jederzeit auf eine alte Version zurückspringen, wenn ihr hier ganz rechts hier auf dieses Icon Version auf Live Server publizieren klickt. Daneben gibt es nochmal ein ganz wichtiges Icon, Version als ZIP-Datei herunterladen. Wenn ihr hier draufklickt, dann bekommt ihr eine ZIP-Datei und die besteht einfach ein bisschen aus HTML, CSS, PHP, Skripten und die könnt ihr auch manuell auf irgendeinen beliebigen Webserver spielen, der PHP 5.3 oder größer unterstützt. Das heißt, hier gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze manuell zu machen. Das Ganze muss übrigens nicht im Document Root liegen, jetzt mal so ein bisschen für die Experten, sondern das kann auch in einem beliebigen Unterverzeichnis des Webservers liegen. Das heißt, ihr könnt eigentlich auf einer Domain auch 5 Ruckzuck-Websites hosten, zum Beispiel unter www.mydomain.de/website1 ist die erste und /website2 die zweite etc. Das macht vor allem Sinn, wenn man sowas wie Landingpages baut. Da macht es dann mehr Sinn. Normalerweise braucht man sowas nicht. So, jetzt ist natürlich die Domain, die ihr hier oben seht, nicht unbedingt das, was ihr haben wollt oder eure Kunden haben wollt. Und das kann man natürlich ändern. Und das macht man, indem man hier rechts auf diesen Einstellungen-Button klickt, die Live-Server-Konfiguration. Und da seht ihr jetzt hier ein kleines Fenster. Und hier könnt ihr jetzt eine eigene Domain verbinden. Das macht man, also eine Domain bieten wir selbst als Ruckzuck nicht an. Die Domain müsst ihr bei einem anderen Anbieter kaufen. Wichtig ist nur die Domain, nicht den Webspace. Also eine Domain selbst ist eigentlich relativ billig. Zum Beispiel bei United Domains kostet es 5 Euro im Jahr eine .de-Domain. Geht es aber auch bei jedem anderen Hoster, ist eigentlich egal. Und dort müsst ihr die Domain reservieren und dann
bei eurem Hoster oder wo immer ihr die gekauft habt, die DNS-Einstellungen anpassen. Und das, wie das Ganze funktioniert, das seht ihr in diesem Tutorial zum Verbinden einer eigenen Domain. Da müsst ihr den sogenannten A-Record oder CNAME anpassen. Das seht ihr alles in diesem Artikel drin. Und wenn ihr das gemacht habt bei eurem Domain-Provider, dann gebt ihr hier unten nochmal die Domain ein, weil wir auch wissen müssen, welche Domain das ist. Das kann ich jetzt auch mal machen mit www.dascaféamsee.de. Wichtig immer das www auch davor, aber kein HTTP davor. Klicke jetzt mal auf Speichern. Und jetzt muss ich nochmal publizieren, erst dann sind die Änderungen wirksam. Das mache ich jetzt mal, es wird gleich eine kleine Fehlermeldung kommen, weil ich eine andere Website jetzt hier schon konnektiert habe mit der Domain, das erkennen wir auch. Das wird er auch gleich sagen hier. Ja, Fehler, das ist eben www.dascaféamsee.de ist already in use, weil ich habe euch ja vorhin schon das Ergebnis gezeigt und das ändere ich mal ganz schnell ab. Wechsel mal schnell die Website. Gehe hier in diese Café am See fertige Website, die ich schon vorab gebaut habe. Gehe dort rein in Publizieren. Das seht ihr auch, da steht oben jetzt diese Domain da. Und jetzt mache ich das hier mal raus. Muss mal schnell noch publizieren. Jetzt fällt praktisch die Domain wieder zurück auf diese eingebaute Ruckzuck-Domain, diese lange Zahl. Diese lange Zahlen-Buchstaben-Kombination. Jetzt wechsle ich wieder zurück in die Website von eben, die wir gebaut haben. Und jetzt kann ich das hier auch wieder in den Einstellungen eintragen. Klick nochmal auf Speichern, nochmal auf Publizieren. So, jetzt ist die auch live. Und wenn ich jetzt auf das Café am See.de klicke, also ich habe bei unserem Domain-Provider schon den A-Record und CNAME eingetragen, dann sehen wir auch, wir sind jetzt auf der URL das Café am See. Ah, wo sind die Bilder? Das sollte nicht sein. Normalerweise passiert es nicht. Vielleicht haben wir auch ein Leitungsproblem hier. Oder es dauert noch ein paar Sekunden. Der Vorführeffekt. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Ah, jetzt ist es da. Hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt ist einfach die Website auch unter der Domain erreichbar, die ich haben möchte. So, das war der erste Weg, wie ich publizieren kann. Ich kann das jetzt auch wechseln. Wenn ich hier rechts oben auf Live-Website entfernen klicke, dann wird einfach die Verbindung zu der Domain gekappt und die Live-Website auch aus unserem Ruckzuck internen Webhosting entfernt. Das mache ich jetzt mal. Klicke hier auf Ja. So, jetzt ist sie nicht mehr publiziert, die Website. Und wenn ich jetzt wieder hier reingehe, dann kann ich jetzt wieder neu auswählen, wohin ich denn publizieren möchte. Und jetzt wähle ich mal nicht das eingebaute Webhosting, sondern das externe Hosting. Klicke da drauf. Und da habe ich jetzt ein anderes Menü. Da muss ich jetzt erstmal die URL eingeben, wie ich es ja auch im Browser eingebe, mit HTTP etc. Dann wähle ich das Protokoll aus, FTP oder SFTP, den Host, den Benutzernamen, den Passwort und das Base Directory. So, das sind so Dinge, da muss man sich jetzt ein ganz klein bisschen auskennen, wie FTP so funktioniert oder SFTP funktioniert. Diese Daten bekommt ihr üblicherweise auch von eurem Provider, wenn ihr jetzt einen externen Webspace verwenden wollt. Beziehungsweise bei vielen Providern muss man diesen FTP-Zugang über ein Menü erst einrichten, dann hier die Daten eintragen. Dazu gibt es aber auch ein kleines Tutorial von uns, könnt ihr reinschauen. Wir empfehlen es nicht unbedingt. Das braucht man. Wann braucht man das? Das braucht man, wenn zum Beispiel ein Kunde von euch schon einen Webspace bei einem Provider hat, den er auch schon bezahlt hat und einen langfristigen Vertrag hat und da läuft vielleicht auch noch Outlook oder eine andere Mail-Software etc., dann könnt ihr das Ganze hin weiterhin nutzen und der Kunde muss nichts tun und nicht umziehen. Aber wenn ihr ganz neue Projekte macht und der Kunde hat noch gar nichts, dann empfehlen wir eigentlich immer, dass ihr unser Webhosting verwendet. So, das war jetzt mal der komplette Überblick. Hat ein bisschen länger gedauert. Jetzt haben wir ja noch Zeit für ein paar Fragen. Ah ja, da sehe ich jetzt hier Sprungmarken und One-Pager. Wie funktioniert ein One-Pager?
Das machen wir doch gerne. So. Für einen One-Pager fange ich jetzt mal ganz simpel an. Machen wir es neu. Machen wir sie komplett neu. Oh, wir nehmen mal eine Vorlage. Genau. Also, wir haben ja so ein paar Vorlagen. Ich klicke jetzt mal hier unten auf neues Projekt. Und jetzt seht ihr hier so ein paar Website-Vorlagen von uns. Und da ist auch eine One-Pager-Vorlage dabei. Ich zeige es am besten mal anhand von dieser Vorlage. Wo ist sie? Wireframe. One-Page-Wireframe. Das nennen wir. Wireframe. Ich nehme die einfach mal Wireframe. Klick auf Importieren. So, da sind wir jetzt schon. Bin direkt hier drin. Ein One-Pager besteht natürlich immer aus einer Seite. Das ist wegen ein One-Pager. Und einem Layout. Wie funktioniert die ganze Geschichte? Schauen wir uns erstmal an, was ein One-Pager hier eigentlich ist. Hier oben haben wir die Navigation. Und wenn ich jetzt auf einen der Navigationspunkte drauf klicke, dann scrolle ich innerhalb der Seite zu diesem Navigationspunkt. So, relativ einfach. Wie funktioniert die ganze Sache? Geh mal ins Layout. Und da sehen wir jetzt hier links oben die Struktur. Da ist jetzt schon eine ganze Menge drin. Jetzt frage ich mich gerade schon, ob es nicht besser ist. Wir fangen nochmal von vorne an, weil sonst ist es einfach ein bisschen unübersichtlich. Ich mache jetzt mal was ganz Radikales. Ich lösche jetzt mal das Basismodul hier raus. Damit lösche ich auch alle anderen Module raus. Jetzt ist die Seite wieder leer. Füge das Basismodul wieder ein. Jetzt kann ich von vorne anfangen. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich nehme jetzt hier mal ein Grid. In dieses Grid füge ich mal ein Bild ein und einen Text. Nochmal eine Überschrift. So. Die Überschrift formatiere ich mal schnell, damit es ein bisschen netter aussieht. So. Schriftart. Hier muss ich mir ganz kurz die Breakpoints anpassen, weil ich habe hier so eine geringe Bildschirmauflösung. Das heißt, ich lande jetzt sofort im ersten Breakpoint beim Bearbeiten. Das ist jetzt, ich mache die mal ein bisschen kleiner. So. Schreibe was aus, Schriftgröße. Und darunter ein Bild auswählen. So ein Dummy-Bild. So ein bisschen, ja, passt eigentlich schon. So, und das nenne ich jetzt mal hier oben Abschnitt 1. Schnell noch ein paar Abstände einstellen, damit es nicht so drauf hängt. Sieht man nichts. Und jetzt dupliziere ich mal dieses Grid. Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese Abschnitte, das sind einfach, da möchte ich später hinspringen können mit meiner Navigation. Machen wir einfach mal dreimal. Abschnitt 1, den nennen wir jetzt Abschnitt 2. Und hier Abschnitt 3. So. Soweit so gut. Und jetzt gibt es noch zwei Module, um diese Navigation zu bauen, die ja oben am Seitenanfang war. Und das eine ist die Sprungmarken-Navigation. Die gibt mir natürlich die Navigation aus. Und das zweite ist die Sprungmarke. Mit der Sprungmarke kennzeichne ich jetzt den Bereich, auf den gesprungen werden soll. Und das mache ich jetzt mal. Ich nehme jetzt mal die Sprungmarke. Ich markiere also mal die einzelnen Bereiche und ziehe das mal hier ins Grid. Allerdings an die allererste Position, ganz oben über die Überschrift. So, jetzt seht ihr auch hier rechts oben ist so eine kleine Raute mit einem Text. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwer zu erkennen hier im Webinar. Aber wenn ich jetzt hier auf die Eigenschaften wechsle, kann ich dieser Sprungmarke einen Namen geben. Und ich nenne die jetzt mal Abschnitt 1. Und das gleiche mache ich jetzt mal noch
bei den anderen beiden Grids, die ich hier drin habe, die nenne ich Abschnitt 2. Abschnitt 3. So. Jetzt habe ich also diese Bereiche ausgezeichnet mit Sprungmarken und jetzt kann ich auch die Sprungmarken-Navigation einfügen. Die mache ich jetzt mal ganz, ganz oben hin, oberhalb des allerersten Grids, direkt im Basismodul. So, das seht ihr jetzt schon, da steht jetzt schon Abschnitt 1, 2 und 3, weil er automatisch erkannt hat, aha, das sind ja drei Sprungmarkenmodule schon eingefügt worden mit den entsprechenden Namen. Ich kann jetzt hier wieder die Eigenschaften verändern und sagen, ich möchte es zum Beispiel zentriert darstellen, wie bei der normalen Navigation eigentlich auch. Ich gebe dem noch ein bisschen ein Schriftformat mit und den Schnitt müssen wir nicht machen, die Größe noch ein bisschen einstellen. So, wenn ich jetzt draufklicke, dann springen wir auch auf den entsprechenden Navigationspunkt. Jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Wenn ich drauf geklickt habe, dann scrollt ja diese Navigation mit. Die ist weg, weil die ja einfach am oberen Ende der Seite ist. Gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, die ich habe. Ich kann überall so eine Sprungmarke oder zurück zu Top, also immer wieder nach oben springen. Das kann ich über einen Link machen, der Raute Top heißt. Ist aber eh Quatsch, macht man eigentlich nicht. Oder ich sage jetzt, dass diese Navigation oben immer stehen bleiben soll. Das heißt, sie ist fixiert auf dem Bildschirm und scrollt nicht raus, wenn ich nach unten scroll. Wie geht das? Das hat jetzt mit der Sprungmarkennavigation gar nichts zu tun, was ich jetzt zeige. Das könnt ihr prinzipiell mit allen Modulen machen. Dafür gibt es nämlich einen speziellen Style. Und dieser Style heißt Position. Diesen Positionsstyle, den ziehe ich jetzt mal auf die Sprungmarkennavigation, weil die will ich fixieren. Jetzt gehe ich wieder auf die Eigenschaften hier. Jetzt sage ich hier Position verändern. Und jetzt passiert Folgendes. Ihr seht jetzt hier oben, was ihr einstellen könnt. Ihr könnt eine Verschiebung horizontal und vertikal einstellen. Aber am allerwichtigsten, es gibt drei verschiedene Typen von Positionierung, die ich hier einstellen kann. Die Personen, die HTML, CSS können, wissen jetzt hier sofort, was gemeint ist. Es ist Absolute, Relative und Fixed. Absolut positionieren heißt, das Element nimmt im normalen Dokumentenfluss keinen Platz ein, sondern liegt praktisch über den anderen Elementen und wird relativ zum Elternelement verschoben und hat einen Bezugspunkt, den ihr hier einstellen könnt. Wenn ihr absolut auswählt, dann seht ihr hier auch so einen kleinen Haken. Ah, Moment. Ah. Da haben wir ein kleines Problem. Moment. Ich muss die Stapelebene 1 höher stellen. Also bei Absolut, da liegen praktisch die Elemente übereinander und die Stapelebene oder der Z-Index, der sagt einfach, welches Element liegt höher und welches Element liegt tiefer. Und standardmäßig sollte das immer ein bisschen höher liegen als 0. Und jetzt kann ich das hier auch so visuell verschieben im Übrigen. Das ist ein netter kleiner Effekt, ziemlich versteckt noch. Aber so kann man im Prinzip auch so visuell Elemente auf dem Canvas verschieben. Muss man ein bisschen aufpassen, weil man muss immer überlegen, wir sollen responsive bleiben, was passiert, wenn ich den Bildschirm kleiner mache, etc. Aber da die Felder alle farbig markiert sind, könnt ihr das natürlich auch wieder ändern für jeden Breakpoint. So, das ist absolut, aber absolut heißt trotzdem, dass es rausscrollt. Wenn ich jetzt also hier scrolle, dann wird es trotzdem aus dem Bildschirm rausgescrollt. Dann gibt es den Bereich, die Markierung relativ. Jetzt mache ich aber hier mal schnell die Verschiebung wieder auf 0 und 0. Das heißt, das Element bleibt jetzt in dem Fall schön an seiner eigenen Position. Wenn ich das jetzt hier mal ein- und ausschalte, passiert überhaupt nichts. Ich kann es nur verschieben und zwar so verschieben, dass es praktisch über die anderen Elemente drüber ragt. Das mache ich jetzt hier mal. Ich habe die Verschiebung vertikal mal hier auf 160 Pixel gesetzt. Jetzt seht ihr, jetzt hängt das Ganze über dem nächsten Modul. Aber der Platz hier oben ist weiterhin, füllt es weiterhin aus, also wie ein Platzhalter. Der Platzhalter bleibt praktisch da. Das, was wir jetzt in dem Fall brauchen, ist fixiert. Wenn ich jetzt hier fixiert auswähle, dann heißt es, das ist eine feste Position im Browserfenster, unabhängig vom Scrolling.
Das kann ich hier auch so wieder visuell verschieben. Ja, ich kann es hier nur so ein bisschen anpassen, wo das ist. Und wenn ich jetzt scrolle, dann bleibt es an der Stelle stehen. Bleib mal bei dem 0,0, was wir eben hatten. Keine Verschiebung. Ich klicke jetzt einfach mal auf Speichern. Speichern hätte ich nicht klicken müssen, ist egal. Aber ihr seht, die ganze Geschichte funktioniert soweit. Das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell hier mit dem Scrolling. Aber die Sachen bleiben jetzt stehen, wenn ich auf einen einzelnen, die Navigation bleibt stehen, wenn ich auf einen Menüpunkt klicke. Also über diesen Positionsstyle könnt ihr einzelne Elemente am Bildschirm in der Position verändern und auch bei Bedarf fixieren. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumspielen, dann kommt man da eigentlich doch relativ weit. Und damit kann man auch ganz interessante weitere Dinge tun. Nur mal schnell ein Beispiel, was man mit dem Positionsstyle noch machen kann. Wir haben ja hier ein Bild eingefügt und ich möchte sehr oft einen Text auf ein Bild legen. Wie mache ich denn das? Und das macht man ganz einfach. Ich nehme jetzt mal ein Textfeld und das schiebe ich in das Bild rein. So, sehen tue ich aber jetzt rechts, dass dieses Textfeld unterhalb des Bildes angezeigt wird. Ich sage mal so, aber semantisch ist es praktisch in dem Bild drin, wenn man so möchte. Damit ich das jetzt darüber platzieren kann, optimal platzieren kann, gebe ich dem jetzt wieder einen Positionsstyle mit, und zwar dem Textfeld. Und in dem Fall sage ich jetzt, ich möchte hier das Ganze absolut positionieren, und zwar praktisch bezogen auf das Bild. Der Bezugspunkt ist jetzt das Bild. Und jetzt seht ihr auch, was passiert. Wir haben so einen Pfeil, der Bezugspunkt ist links oben. Und ich kann das auch sagen, es ist rechts oben oder links unten. Der Bezugspunkt ist dann wichtig, wenn ihr prozentuale Angaben habt, wenn das Bildschirmfenster wieder kleiner wird, wie sich denn jetzt die Position verändert. Seien wir mal bei links oben. So, jetzt möchte ich dem Ding vielleicht noch, ich style es mal noch schnell mit einer anderen Farbe und ich verändere noch die Breite. So, schnell mal noch Schriftfarbe weiß. Irgendwie nette Schriftart. Schriftgröße. So, ist die eine Sache. Und jetzt möchte ich noch die Breite verändern, weil üblicherweise sind Module ja immer so breit, wie der Platz praktisch füllt immer den Platz aus, der zur Verfügung steht. In dem Fall habe ich das Textfeld ja in das Bild reingeschoben, also ist das Textfeld standardmäßig so breit wie das Bild. Das möchte ich in dem Fall anpassen und nehme jetzt hier mal einen Breite- und Höhe-Style und sage jetzt hier, okay, ich möchte die Breite anpassen, entweder prozentual, dass das Ganze ein bisschen schmaler wird. Oder ich könnte jetzt hier auch sagen, automatisch, dann wäre das Textfeld so breit, wie der Text da drin ist, aber maximal 100%, wird das durch den Inhalt bestimmt. Da hier so viel Text drin ist, zeige ich mal ganz kurz, was passiert. Ich lösche mal einen Teil raus. Und jetzt seht ihr auch, dass dieser Rahmen, das Modul genauso breit ist wie der Text. Das wäre jetzt die automatische Breite. So, jetzt wollen wir jetzt nochmal auf die Position wechseln, kann ich das Ganze hier auch wieder ganz elegant irgendwo hinschieben. Kleiner Exkurs zum Style, Position und zur Sprungmarke. So, dann haben wir noch eine Frage zum Bereich SEO, Meta-Tags, Suchmaschinenoptimierung. Da wechsle ich nochmal raus aus der Website und gehe nochmal in die Café-Website zurück. Und erklär mal, was man hier so SEO-technisch alles machen kann. Also Suchmaschinenoptimierung ist eine relativ komplexe Materie. Es gibt ein paar Dinge, die sind ganz wichtig und die sind einfach und die sollte jeder tun und die haben den allergrößten Effekt. Das Wichtigste ist, wenn es geht, sprechende Navigationsbezeichnungen zu machen. Also hier heißen jetzt meine Seiten Home, Menü, Galerie, Kontakt. Das ist eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Das ist relativ selbsterklärend. Und wenn ich jetzt mal schaue, wie das auf der echten Website, die wir publiziert haben, auch aussieht. So, dann seht ihr auch, ich habe es ja depubliziert. Schlecht, muss ich nochmal gucken. Mist.
Publiziere nochmal neu. Ah ja, jetzt wechsle ich mal zurück von dem FTP, was wir eben hatten, wieder zum internen Hosting. Geht ganz schnell. So, hierhin. Schnell die Domain wieder eintragen. Und nochmal publizieren. So, da sind wir. Und wenn ich jetzt hier auf den Menüpunkt, auf den Navigationspunkt Galerie wechsle und wir schauen uns mal die URL an, dann seht ihr hier oben, dass diese URL, also dass dieser Menüpunkt praktisch auch in der URL genannt ist und genauso wie er bezeichnet ist. Wenn ihr jetzt was Komplizierteres erklären wollt oder sowas, ihr könnt hier eine beliebig lange Sache eingeben. Also sprechende Navigationsbezeichnungen ist immer erstmal ein wichtiger Punkt. Einfach sich überlegen, wie Menüpunkte heißen. Wir ziehen das technisch so durch, dass es auch die Suchmaschinen sehen, dass Navigationspunkte so heißen und nicht nur der Benutzer auf der Website. Das ist mal schon mal das Erste. Wenn es geht, sprechende Navigationsbezeichnungen. Dazu gibt es noch einen kleinen Trick. Und da wechsle ich nochmal schnell in das Layout. Und gehe mal in die Eigenschaften des Basismoduls. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Wenn ich das mal reinwechsle, dann sieht man hier, es gibt hier noch einen Titel, Prefix und Suffix. Und hier kann ich jetzt noch was eingeben, was an alle Seiten wieder davor gehängt wird oder dahinter gehängt wird, und zwar in dem Seitentitel oben. Ich zeige es einfach mal schnell. Ich schreibe jetzt hier einfach mal mit Bindestrich das Café am See. Speichere das ab. Und jetzt publiziere ich die Sache nochmal schnell. So, jetzt müssen wir mal schauen. Sieht man das hier jetzt ganz gut? Ja. Und jetzt seht ihr hier oben in diesem Tab, da sieht man jetzt hier schon Home-das-Café-am-See. Jetzt sind hier so viele Tabs offen. Ich mache mal ein paar zu, damit er breiter wird. So, jetzt seht ihr, dass der Titel hier oben immer so ein Suffix hinten hingehängt ist. Wenn ich jetzt auf Menü klicke, dann steht eben ja, oder Kontakt, dann steht hier oben eben entsprechend das andere. Ah, jetzt bin ich hier auf der Website, genau. Ja, das ist nochmal was, was für Google relevant ist. Da könnt ihr den Firmennamen oder sowas eingeben. Und dann neben der Navigation und den entsprechenden Bezeichnungen der Seiten ist ganz wichtig der Beschreibungstext der einzelnen Seiten. Wenn ich jetzt mal so eine Seite bearbeite und zwar nicht rechts unten auf diesen Stift klicke, sondern auf dieses Zahnrad, dann kann ich die Eigenschaften der Seite bearbeiten. Und da seht ihr Folgendes. Hier ist ja der Titel, den kann man auch im Nachhinein immer wieder ändern. Und hier unten ist der Platz für den Beschreibungstext. Und der sollte möglichst sprechend sein und diese Seite auch wirklich beschreiben. Das, was ihr hier seht, seht ihr dann auch in der Suchtrefferanzeige bei Google. Also wenn diese Seite hier bei Google gefunden wird, dann besteht ja ein Suchtreffer immer aus einem Titel. Der Titel ist das, was wir gerade eben besprochen haben. Und aus so einer kleinen Beschreibung, den ich auf der Suchtrefferseite sehe. Und das ist der Text, den ich hier eingebe. Also den auf jeden Fall machen, der ist extrem relevant. Bringt aber gar nichts, wenn ihr jetzt hier irgendwelche Keywords eingebt, die nichts mit eurer Seite zu tun haben, nichts mit eurem Content zu tun haben, etc. Das funktioniert nicht so richtig. Es muss einfach eine Relevanz haben, auch mit dem Inhalt, was ihr in eurer Website macht. Also gebt hier einfach offen und ehrlich ein, um was es auf dieser Seite geht. Und das wird relativ hoch gerankt bei Google. Das ist der zweite ganz wichtige Punkt, den man hier noch anpassen kann. Wir haben kein, also für die Experten, es gibt ja noch so Meta-Tags, also das ist der Meta-Description-Tag in HTML. Es gibt ja noch den Meta-Keywords-Tag, wo man dann so Schlagworte eingeben kann. Der ist aber obsolet, also Google wird den überhaupt nicht mehr beachten, Bing auch nicht. Also dieses Eingeben von irgendwelchen Schlagworten ist kompletter Unsinn, also der Meta-Keyword-Tag wird schlicht und ergreifend von allen Crawlern nicht mehr beachtet. Deswegen haben wir das Feld auch hier gar nicht aufgenommen.
Das Dritte, was natürlich ganz, ganz wichtig ist für Suchmaschinenoptimierung, ist jetzt jenseits von unserem, von dem technischen System, sage ich mal, das ist relevant sein. Also wo wollt ihr eigentlich landen? Mit welchen Schlagworten wollt ihr gefunden werden? Und da müsst ihr euch überlegen, welche Inhalte oder wie ihr eure Website aufbaut und welche Inhalte dahinter stehen. Manchmal macht es ja auch Sinn, wenn ihr eben mit irgendeinem speziellen Schlagwort gefunden werden könntet, dazu einen schönen Content-Artikel zu schreiben, der auch wirklich dem Nutzer etwas bringt. Klassisches Content-Marketing, wie man es nennt. Das ist also eine Variante. Und das zweite ist die Verlinkung. Es macht sehr, sehr Sinn, wenn ihr mit eurer Website nicht allein im Ozean schwimmt, sondern wenn ihr von anderen Websites verlinkt werdet. Das kann das Eintragen in Verzeichnisse sein, das ist auch okay, aber toll ist es auch, wenn irgendwelche Blogger euch mal irgendwo nennen. Und das ist alles sehr relevant, damit ihr, wenn jemand ein Schlagwort eingibt, ihr weiter oben in der Suchtrefferanzeige landet. Technisch gesehen ist aber bei uns eben, wie gesagt, geht es um die Seitenbezeichnungen, um diesen Beschreibungstext. Und was noch wichtig ist, technisch im Hintergrund, das seht ihr nicht, dafür sorgen wir, dass wir semantisch sauberen Code ausgeben. Das tun wir auch. Gibt es noch so ein paar Dinge. Ihr habt es vorhin gesehen bei dem Überschriftenfeld, dass ich da die Semantik ausgewählt habe. H1, H2, H3. Das sollte man auch machen. Man sollte sich bei einer Überschrift überlegen, ist es eine Hauptüberschrift, ist es eine Unterüberschrift oder eine Unterunterüberschrift. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir hier machen müssen. Und das Zweite ist beim Bildmodul, das kann ich auch mal noch ganz kurz zeigen. Ich wechsle mal schnell ins Layout und auf ein Bild. Da gibt es in den Eigenschaften noch das Feld alternativer Text und Bildtitel. Die sollten eigentlich beide ausgefüllt werden. Der alternative Text ist der Text, der angezeigt wird für Screen wieder zum Beispiel, also die gar keine grafische Ausgabe haben, sondern nur eine Textausgabe für Sehbehinderte. Also eine alternative Beschreibung des Textes, des Bildes. Und der Bildtitel ist im Prinzip eine Ergänzung des Bildes, das nochmal sagt, was man hier eigentlich zu sehen hat. Aber man muss schon was sehen können. In der Praxis wird da meistens das Gleiche eingetragen. Macht das, gebt hier einfach ein, am besten immer, also alternativer Text ist eigentlich ein bisschen länger, der beschreibt wirklich die Bildsituation und der Bildtitel einfach nur zum Beispiel eine Situation oder irgendwas, ein schönes Auto. Das ist wichtig für die Google-Bildersuche, weil die Texte, die hier drin sind, damit wird auch ein Bild dann bei Google gefunden. Genau. Okay, dann machen wir hier mal noch schnell die letzte Frage. Jetzt sind wir auch schon relativ weit. Und zwar geht es nochmal um das Styling. Wie kann ich in einem Textfeld einzelne Elemente stylen? Und zwar wechsle ich hier mal schnell in dieses Textfeld rein. Ich habe ja vorhin schon gezeigt, dass ich hier diesen Editor aktivieren kann. Habe ich jetzt hier schon gesagt, dass Links erlaubt sind. Ich sage jetzt auch mal, die Überschrift 1 und die Überschrift 2 sind erlaubt. Und ich mache jetzt hier mal noch so diese Formatvorlagen an. Und das sage ich jetzt einfach mal, ich möchte etwas gelb markieren oder Adding. Ich nenne es mal so Adding. So, und bei dieser Formatvorlage hier muss ich jetzt noch bestimmen, nicht nur den Text, sondern was für ein HTML-Element er jetzt einfügen soll an der Stelle, wo ich die Formatvorlage verwende. In dem Fall sage ich, das ist ein Textbereich. Das heißt, er wird diese Formatvorlage anwenden, einfach auf den Bereich, den ich mit der Maus markiert habe. Das Textbereich Span, wir sehen gleich, was das bedeutet. Wenn ich jetzt auf das Textfeld hier draufklicke, dann hat sich mein Editor hier entsprechend eingestellt mit den Settings, die ich habe. Ich habe jetzt hier Heading 1, Heading 2 und meinen Adding Style. Ich kann das natürlich hier auch ändern in Überschrift 1 und so weiter. Und Überschrift 2. So, und jetzt mache ich hier mal schnell einen Umbruch. Markiere hier die ersten zwei Wörter und sage mal, das ist Überschrift 1. Ja. Das habe ich jetzt gemacht und das ist auch wirklich eine Überschrift 1. Wenn ich nämlich wieder draufklicke, ist es oben auch markiert in diesem Dropdown.
aber ich sehe nichts. Und ich sehe deswegen nichts, weil ich nicht definiert habe, wie eine Überschrift 1 hier eigentlich aussehen soll in dem Textfeld. Und das mache ich über Selektoren. Und dazu wechsle ich jetzt mal wieder in die Struktur und nehme mir einen Selektor und ziehe ihn auf das Textfeld. So, und dieser Selektor gibt mir jetzt wieder zur Auswahl für das Modul Textfeld alle möglichen Elemente, die in dem Textfeld vorkommen können. Und ich wähle jetzt hier unten die Überschrift 1. Klicke da einfach drauf. Bis damit ist diese Überschrift 1 selektiert. Sieht man jetzt hier auch im Strukturbaum Selektor Überschrift 1. Und da ziehe ich jetzt ein Schriftformat rein. Und jetzt sage ich hier, okay, die Überschrift 1 soll größer sein. Und jetzt seht ihr auch, das funktioniert wunderbar. Ich habe also über dem Selektor hier gesagt, dass dieser Style nur für die Überschrift 1 gilt. Das Ganze kann ich jetzt eben auch noch mit den anderen Einstellungen machen. Ich nehme jetzt nochmal einen Selektor. Und sage hier Formatvorlage 1, das war mein Adding. Und dem gebe ich jetzt eine Hintergrundfarbe. Ah, Moment, ist drauf. So. Und wähle die Farbe aus. Na, dazu erstellen wir mal schnell noch Gelb als Farbe. So, wähle hier Gelb aus. Und wenn ich jetzt im Textfeld hier etwas markiere und dann den Adding auswähle, dann ist der Bereich einfach gelb markiert, so wie mit einem Textmarker. Also mit diesen Selektoren, die sind sehr, sehr mächtig, könnt ihr einfach einzelne Bestandteile eines Moduls stylen. Selektoren gibt es zum Beispiel auch beim Slider, sodass ihr den Vorwärts-Button austauschen könnt über den Style-Icon. Also das ist sehr, sehr mächtig. Wichtig ist, diese Selektoren, die vererben sich mal wieder. Ich zeige jetzt mal, unten haben wir ja nochmal ein Textfeld. Klicke jetzt mal auf dieses zweite Textfeld hier unten. Gehe dann mal auf die Eigenschaften und aktiviere da auch mal die Überschrift 1. Und mache genau das Gleiche, was wir eben gemacht haben. Markiere jetzt hier die ersten zwei Wörter und sage, das ist Überschrift 1. So, jetzt seht ihr wieder mal, das seht ihr gar nichts. Also wieder hier ist nicht festgelegt, wie die Überschrift 1 formatiert ist. Das haben wir aber hier oben ja eigentlich schon gemacht. Warum sehe ich das jetzt hier unten nicht? Da müssen wir mal in die Struktur reingucken. Und wir sehen jetzt hier oben bei diesem Textfeld, da ist direkt drin ein Style, ein Selektor drin mit der Überschrift 1. Und das heißt, der gilt auch nur für dieses Textfeld. Wenn ich jetzt diesen Selektor hier allerdings rausnehme und zum Beispiel mal oben ins Basismodul schiebe oder irgendein übergeordnetes Modul, dann wird er gleich sehen, dass der Selektor jetzt für beide Textfelder gilt. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben das Schriftformat für die Überschrift 1 anpasse, dann gilt es erstmal prinzipiell für alle Textfelder auf der Seite. Wenn ich es bei einem eigenen Text, bei einem einzelnen Textfeld ändern möchte, gebe ich da einfach nochmal einen neuen Selektor mit einem anderen Schriftformat ein. Also diese Selektoren vererben sich. Ich kann die im Prinzip global oben anlegen und dann gelten die für das ganze Layout. Ich kann sie auch hier in den PageBlock-Bereich reinschieben, ist in dem Fall egal, weil beide Textfelder liegen ja im PageBlock-Bereich und ich kann praktisch so über jeden Knotenpunkt hier neue Selektoren definieren, die ab da gelten für die entsprechenden Module, die Sie ansprechen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch schon eine ganze Menge durchgemacht. Ich würde sagen, das war es mal für heute. Genau, wir werden auf jeden Fall das Webinar online stellen. Also ihr könnt es später auch nochmal anschauen. Ich glaube, auch die Vorlage werden wir mal noch demnächst mal publizieren. Das heißt, ihr werdet auch bei den Vorlagen sehen. Und das war sicherlich nicht das letzte Webinar. Wir werden das regelmäßig machen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, heute euch auch. Und ihr habt ein bisschen was gelernt. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Schönen Abend und tschüss.